So, moin moin, Kurt Brödel hatte die Elfmeterschüsse vom Spiel Deutschland gegen Italien allesamt in einer Sequenz zusammengeschnitten. Dieses Video ist dann viral gegangen und wurde sogar im ZDF Morgenmagazin gezeigt. Als die UEFA dann Wind davon gekriegt hatte, dass ihr famoses Videomaterial verwendet wird, hat sich die UEFA auf ihre Lizenzrechte berufen und hat das Video von Kurt Brödel sperren lassen. Eine Videosperrung auf YouTube ist immer mit einem Strike verbunden. Und bei 3 Strikes ist der YouTube-Kanal dicht. Nun ist jedoch Folgendes passiert. Die UEFA hat offenkundig den Streisand-Effekt komplett unterschätzt. Der Hashtag FreeKurtBrödel war kurze Zeit später auf Platz 1 der Trends. Und am Schluss hat über die gesamte Causa sogar der Tagesspiegel einen Artikel gedruckt. Kern der Kritik ist, dass die UEFA ziemlich kleinlich mit dieser Sperrung reagiert hat. Anstatt diese Videomontage von Kurt Brödel einfach online zu lassen, beruft sich die UEFA auf ihre Lizenzrechte. Und genau hier passiert das, was immer passiert, wenn jemand versucht, ein anderes Video zu sperren. Das gesamte Thema wird durch die Zensur immer größer. Inzwischen gibt es zahllose Reuploads von diesem Video auf YouTube und auf anderen Plattformen. Ich glaube, dass bei manchen größeren Firmen noch nicht angekommen ist, dass die Sperrung von Videos überhaupt irgendetwas bringt. Außer, dass man sich selbst als Firma richtig schadet und das Thema durch die Zensur sehr groß werden lässt. Also geschäftspolitisch war das sicherlich nicht das Klügste, was die UEFA hätte machen können. Nach meiner Auffassung kollidieren hier zwei Rechte miteinander. Zum einen gibt es sicherlich das Lizenzrecht, aber es gibt auch die künstlerische Freiheit. Und da dieses Video aus meiner Sicht eine Montage künstlerischer Natur gewesen ist, finde ich, hätte man das Video von Kurt Brödel nicht so leichtfertig sperren dürfen. Ich sehe hier ein grundsätzliches Problem bei YouTube. Im normalen Leben gibt es die Unschuldsvermutung. Bei YouTube ist die Sache genau andersrum. Dort muss immer der Videomacher seine Unschuld beweisen. Und derjenige, der den Videomacher strikt, braucht erstmal gar nichts beweisen. Ich nenne ein Beispiel. Ihr braucht nur die Webseite von Brainpool, also damals zum Beispiel TV Total, irgendwie in einem Video zeigen. Da könnt ihr auch noch so viel drüber reden, da könnt ihr euch noch so sehr auf das Zitatrecht berufen. Ich garantiere euch, dass ihr von Brainpool sofort einen Strike bekommen werdet. Die sind beispielsweise sehr aggressiv. Und auch hier habe ich den Eindruck, dass nicht immer zutreffend die Rechtslage geprüft wird, sondern eher auf Verdacht gestrikt wird. Von daher meine Empfehlung an die Firmen. Bevor ihr jemanden strikt, versucht besser eine Kommunikation mit der betreffenden Person aufzubauen, weil das zum einen für den Videoproduzenten viel besser wäre und zum anderen aber auch fürs Unternehmen. Das ist eine Win-Win-Situation. Wenn man das aber nicht tut und ein unliebsames Video einfach so löschen lässt, dann braucht man sich nicht darüber beklagen, dass das Thema auf einmal gigantisch wird. Von daher redet besser mit den Leuten. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.